Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen heute zu diesem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns meine Ausgaben aus der Woche 3 an und wenn ihr darauf Lust habt zu sehen, was ich an Ausgaben hatte, dann bleibt gerne dran. Und ich habe mir heute mal vorgenommen, zwischendurch einen kleinen Einkaufshaul mit einzufügen. Also bleibt gespannt. Ich muss erstmal so meinen Weg finden, aber ich will das gerne jetzt ein bisschen öfter machen. Und vielleicht gefällt es euch ja, deswegen bleibt dran, falls ihr das sehen wollt. Und ja, wir starten direkt mit meinen Ausgaben in den Kategorien. Wir schauen als allererstes einmal, was die Ausgaben waren im Paarbudget. Ich liebe einfach das Federmäppchen. Das ist so praktisch, wenn man das jetzt hier so stehen hat und direkt alle Stifte sieht und nicht hier so wühlen muss. Wisst ihr, was ich meine? Richtig cool. Ja, finde ich. Ich liebe das. Genau, hier haben wir den Stift. Und wir haben in der Woche 3 40 Euro ausgegeben. So, dann müssen wir einmal schauen. 139 Euro und 84 Cent minus die 40 ergibt dann gleich 99 Euro und 84 Cent. Die 99 Euro haben wir jetzt also noch für die letzten Tage im Januar übrig für Lebensmittel. Aber ich muss sagen, wir haben super, super viel noch im Kühlschrank. Deswegen mal schauen, wie viel wir da tatsächlich noch von ausgeben müssen. Dann haben wir bei Drogerie keine Ausgabe gehabt und auch bei Sparpaar nicht. Und deswegen kommen wir jetzt zu meinen eigenen Ausgaben. Das sind ja unsere gemeinsamen Ausgaben und das sind meine alleinigen Ausgaben. Wo wir jetzt hier sind bei dem Paarbudget, da wollte ich euch noch eine Kleinigkeit sagen. Und zwar habe ich euch ja schon gesagt, dass wir für die Hochzeit teilweise Ausgaben haben. Die tracke ich aber hier nicht mit im Budget, auch nicht bei Hochzeit, denn ich möchte davon ein separates Video machen und euch quasi so ein bisschen überraschen, was es dann nachher doch alles gekostet hat. Ich habe dort eine Excel-Tabelle extra für angelegt, weil wir das ja gemeinsam quasi ausgeben. Und man da wirklich eine viel, viel bessere Übersicht hat. Das heißt, man hat ja auch solche Dienstleister wie beispielsweise den DJ. Den bezahlst du aber erst, also in unserem Fall, nach der Hochzeit oder am Tag der Hochzeit. Dann haben wir den Fotografen, dann machst du eine Anzahlung und später machst du dann die Restsumme, die du dann noch bezahlst davon. Also es ist alles so, du hast auch verschiedene Fälligkeiten für die jeweiligen, vor allen Dingen Dienstleister. Und deswegen tracke ich das hier noch gar nicht, sondern wir fassen das alles in dieser Tabelle zusammen, haben tatsächlich auch schon Ausgaben, hatten aber auch beispielsweise zur Verlobung eine kleine Einnahme. Uns wurde quasi Geld geschenkt, damit wir dann einen Tanzkurs zusammen machen können davon. Und diesen Tanzkurs haben wir jetzt gebucht und der fängt jetzt nämlich auch im Januar an, am Wochenende. Und genau, also wir haben schon Ausgaben auf jeden Fall für die Hochzeit, weil das jetzt gerade zum Paar passt. Aber das gesamte Video, was wir für Ausgaben hatten und wie viel die Hochzeit nachher gekostet hat, ich kann euch auch mal so einen Überblick geben, wie meine Excel-Tabelle aufgebaut war, die ich mir da erstellt habe für uns zusammen. Das kommt aber alles nach der Hochzeit und vielleicht könnt ihr euch dann für eure Hochzeit da so ein bisschen was noch mitnehmen. Genau, weil das jetzt gerade dazu gepasst hat. Dann kommen wir jetzt aber wirklich zu meinen Ausgaben. Und zwar war ich dann noch einmal bei Burger King. Also dieser Monat lief wirklich wieder gar nicht gut. Das waren 15 Euro, das heißt 13 Euro waren danach noch im Umschlag an meinem Waren. An der Wortwahl erkennt ihr, dass das nicht alles war und wir auch hier das zweite Minus jetzt in diesem Budget haben. Und zwar waren wir noch einmal im Restaurant. Und das war für mich 25 Euro. Das heißt, wir sind jetzt hier auch wieder im Minus mit 12 Euro. Die beiden Minusse gleiche ich dann im Februar aus, also mit dem Februarbudget. Das, da nehme ich euch dann natürlich gemeinsam mit, wie ich das alles mache. Wir haben
Moment, das waren alle Ausgaben, die ich tatsächlich hier in meinem Budget hatte, sodass wir jetzt nochmal zu den Spartöpfen kommen, denn da hatte ich noch zwei Ausgaben. Beziehungsweise, nö, wir brauchen ja gar nichts nachgucken, weil Restaurant muss leer sein. Genau, Restaurant ist leer. Ansonsten ist ja hier nichts passiert. Wir müssen hier nochmal das Minus schreiben. Minus 12 Euro. So, ansonsten ist ja in diesem Budgetbinder, das sind die täglichen Kategorien, die ich immer mit mir herumtrage. Da hatte ich ja weiter keine Ausgaben. Aber ich hatte eine Ausgabe und zwar ist das so, dass wir zu Weihnachten meinem Vater zum Beispiel geschenkt haben, dass wir gemeinsam essen gehen, also ein bisschen so eine Zeit zusammen verbringen in sein Lieblingslokal. Und meinen Kleingeschwistern habe ich mit meiner Schwester zusammen Schwarzlicht-Minigolf geschenkt. Und das will ich jetzt nicht bei Geschenke abziehen, die Sachen oder das Geld, was wir dafür bezahlt haben, sondern es gehört ja thematisch tatsächlich noch zu Weihnachten. Deswegen würde ich jetzt hier bei Weihnachten tatsächlich die Ausgaben noch aufschreiben. Also war das jetzt einmal für meinen Papa, sind jetzt dann tatsächlich 25 Euro angefallen. Das heißt, 302 hatten wir noch. Ups. 302 minus 25 ergibt 277. Und das Schwarzlicht-Minigolf ist nächste Woche. Da werde ich dann wissen, was bei Schwarzlicht-Minigolf noch auf mich zukommt. Und das wird auch noch von Weihnachten abgezogen. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall die 25 Euro noch rausnehmen. Nehme ich einmal einen 50er raus und packe 25 Euro rein. So, und nachdem das dann fertig ist, Anfang Februar vermute ich mal, werden wir dann auch das Weihnachtsbudget neu berechnen und schauen, wir haben ja noch was drin, ob ich das rausnehme und zum Beispiel bei Hochzeit reinpacke oder ob ich das Geld hier drin lasse, um quasi meine monatliche Sparrate für Weihnachten ein bisschen geringer zu halten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. Würdet ihr sagen, okay, lass es bei Weihnachten drin, dafür musst du weniger Geld für Weihnachten noch ansparen, das heißt monatlich wäre die Sparrate weniger, oder würdet ihr sagen, okay, die 277 Euro können auch zur Hochzeit und dafür ist dann aber monatlich, muss ich dann, also es ist eigentlich, glaube ich, egal wie ich es mache, es ist, glaube ich, eigentlich egal, es ist nur so für mein eigenes Empfinden und ich glaube, für mein eigenes Empfinden würde ich das Geld hier rausnehmen und bei Hochzeit oder hier drin lassen, ich weiß es irgendwie nicht. Schreibt gerne mal, wie ihr das machen würdet, in die Kommentare, ja. Dann waren das tatsächlich alle Ausgaben, die ich hatte. Nein, stimmt gar nicht. Ich hatte nämlich noch bei Gesundheit eine Ausgabe. Gesundheit müssen wir auf jeden Fall auch noch mal hier tracken. So, denn ich habe Allergietabletten geholt. Die haben 17 Euro gekostet. 250 Euro waren drin, minus 17. 233. So, und das Geld muss ich, glaube ich, meinem Freund... Nee, habe ich schon gegeben. Wir gucken mal, ob das stimmt. Ob hier noch 233 Euro drin sind. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 230. Und hier haben wir noch 3 Euro, also 233 Euro, das stimmt. Hier habe ich es auch eingetragen und somit waren das jetzt alle Ausgaben, die ich hatte. Wir machen dieses Jahr übrigens auch wieder mehr mit Cashback. Das kann ich euch nochmal schnell zeigen. Und zwar möchte ich auch nachher hier die Spar-Challenges in diesen Binder machen. Ich finde den einfach so schön und ich liebe den. Deswegen habe ich hier jetzt schon mal meine Cashback-Übersicht drin. Und da haben wir jetzt tatsächlich schon richtig, richtig viele Sachen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen seit Anfang des Jahres. Da kann ich euch, und hier behalten wir immer die Kassenbons, bis ich das Geld wiederbekomme,
Aber das Geld oder die Aktion mache ich derzeit über meinen Puffer, weil man das Geld ja auch wieder bekommt. Deswegen habe ich da jetzt momentan kein Geld für eingeplant, sondern benutze das einfach von meinem Puffer, was auf dem Konto ist. Es sind ja auch immer nur kleine Beträge. Ja, und dieses Jahr möchte ich da wieder voll drin starten und auch genauestens aufschreiben, was ich mache. Das habe ich mich letztes Jahr dann so ein bisschen verplant und nicht mehr so akribisch gemacht, denn ich möchte gerne am Ende von 2024 sagen, wie viel in Summe ich quasi durch Cashback-Sachen sparen konnte oder ja, Gratis-Produkte bekommen habe. Wir machen nicht alle mit, wir machen bei keinen Aktionen mit, wo man unzufrieden sein muss. Das heißt, wir machen nur bei Cashback-Angeboten mit, wo man, egal ob es einem gefällt oder nicht, das Geld zurückgestellt bekommen kommt, weil ich finde es sonst blöd irgendwie, wenn man quasi die Firma anlügt, nur um das Produkt gratis zu bekommen. Ist mir schon zwei, dreimal passiert, dass ich beim Kauf nicht richtig gelesen habe, aber ich versuche da wirklich immer drauf zu achten und packe das gar nicht erst in meine Erinnerung rein, was ich gerne mitmachen möchte. Ich benutze übrigens die App kostenlos.de. Das ist eine App, aber man kann auch ganz normal auf der Internetseite schauen. Kostenlos.de sammelt alle Cashback-Aktionen. Die sind nicht Veranstalter dieser Aktion, sondern die sammeln die. Man kann dort nochmal in einer kurzen Übersicht sehen, von wann bis wann läuft das, was ist wichtig mit Aktionshinweis und so weiter. Also ich finde es eine sehr, sehr schöne optische Darstellung. Deswegen nutze ich halt kostenlos.de, um die Sachen zu finden. Genau. Und wenn wir wissen, beispielsweise, okay, von uns mag eh keiner Zartbitterschokolade, sage ich jetzt einfach mal. Und da ist eine Zartbitterschokolade im Cashback, in einer Cashback-Aktion, dann kaufen wir uns die auch nicht. Also, wo wir schon von vornherein wissen, das mögen wir wahrscheinlich nicht, also zu 99%, machen wir da auch nicht mit. Genau. Aber ansonsten versuchen wir alle Cashback-Produkte mitzunehmen. Ach, und über Marktguru oder ich weiß gerade nicht genau, wie die ganzen Skondo, da machen wir momentan auch nicht mit, weil da muss man das Geld dann immer über eine App quasi beantragen. Und da gibt es dann wiederum Auszahlungsgrenzen von 5 Euro und so weiter, was man bestimmt relativ zügig erreicht. Aber die fallen bei uns auf jeden Fall auch raus, die Cashback-Aktion momentan. Nur mal kurz am Rande. Genau, ich kann euch gerne mal jetzt hier was einblenden, wie wir, als wir einkaufen waren, da habe ich euch ein bisschen mitgenommen. Und für alle die vielleicht kein TikTok oder Instagram haben, blende ich das einfach jetzt mal hier ein. Wir waren wieder einkaufen und am Ende verrate ich euch auch wieder, wie teuer das Ganze war. Ich hatte mir vorher eine kleine Einkaufsliste geschrieben, dabei ist es aber nicht wirklich geblieben. Wir hatten vor, am Abend Raclette zu machen. Und da nur mein Freund Pilze isst, haben wir uns entschieden, ein paar einzelne Pilze mitzunehmen. Außerdem durften wir zweimal Tomaten und Lauchzwiebeln. Da wir noch eine Paprika zu Hause hatten, haben wir uns entschieden, nur eine Paprika mitzunehmen. Außerdem ist noch eine Avocado mit in den Einkaufswagen gelandet. Und dann haben wir uns für Käse entschieden. Natürlich einmal Raclette-Käse. Und mein Freund holt sich auch immer gerne Käse von der Käsetheke. Für mich gibt es auch manchmal von der Theke Käse, da die den immer hauchzart schneiden und ich das super liebe. Für die Arbeit brauchte ich nochmal Kaffeefilter. Das habe ich dann auch schon mal gleich mitgenommen. Und für das Raclette gab es ein wenig Hähnchen. Hier haben wir uns für eine Hähnchenbrust und zwei Curry-Hähnchenspieße entschieden. Außerdem kam ein Knoblauchbaguette mit. Und ich habe eine neue Cashback-Aktion gefunden. Das hat mich mega gefreut und da freue ich mich schon richtig drauf, das zu testen. Dann kam weiterer Käse mit, einmal Mozzarella und einmal Streukäse fürs Raclette, denn ich mag nicht so gerne den Raclette-Käse. Außerdem eine Dose Erbsen mit Möhrchen und einmal Spargel aus dem Glas und mein Favorite Mais. Ich könnte Mais einfach überall dran machen. Und das war's auch schon. Ich habe mir noch zwei Getränke rausgesucht. Mein Freund hat sich noch ein Getränk rausgesucht und hier seht ihr das, was wir bezahlt haben. Der Einkauf hat insgesamt 35 Euro gekostet, wobei man bedenken muss, 2,99 Euro war das Cashback-Produkt. Das Geld kriegen wir wieder. Dann haben wir noch zusätzliche Einnahmen. Und zwar Atapol, das waren 3,31 Euro.
27,52 Euro plus 3,31 Euro ergibt 30 Euro und 83 Cent. Ihr seht immer noch kein Sticker hier oben. Und das war's mit allen Ausgaben und Einnahmen. Aber jetzt kommen wir natürlich noch zum spaßigen Teil. Und zwar den Spar-Challenges. Da mache ich ja momentan... Oh, mir fällt gerade noch was ein. Wir dürfen ja noch was rubbeln. Jipp, wir dürfen noch was rubbeln. Und zwar war das diese Woche der 15. Hier rubbel ich ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, hier rubbel ich die Felder auf, an denen ich einen No-Spend-Tag hatte. Das war der 15. und 16. Und der 18. Und der 21. Und die Beträge, die ich jetzt hier freirubbe, spare ich am Ende des Monats in meine Monatsspar-Challenge. Jetzt kommen wir aber zur Jahresspar-Challenge. Und hier haben wir jetzt die Woche 3. Und da würfeln wir jetzt erstmal mit einem Würfel diese Woche. Und haben eine 1. Das ist aber traurig, oder? Egal. Es wird schon noch mehr. Oder wir machen 10 draus. Weil wir eine 0 hinten dran hängen. Wir machen eine 10. Ich glaube, das ist besser. War das jetzt Schummeln? Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr meint, das war jetzt Schummeln. Irgendwie ja schon, ne? Aber ich finde irgendwie 1 Euro so wenig. Weil ich ja auch gerade momentan nicht so viele Spar-Challenges habe. Genau, hier haben wir jetzt die 10 Euro. Bin schon gespannt, wie viel wir innerhalb eines Jahres mit der Jahresspar-Challenge sparen können. Das war es auch schon. Leider, so schnell ist es vorbei. Aber wir haben ja noch hier den Mini-Sparbinder und hier haben wir den Januar. Auch zufälligerweise mit einer No-Spend-Challenge. Und da kann ich einmal den 15. 16. anmalen. Den 18. und den 21. Zack. Perfekto. Und ganz am Ende spare ich dann für jedes blaue Feld 1 Euro. Aber auch da mache ich das erst Ende Januar, sodass ich jetzt nicht jede Woche 1-Euro-Stück und so weiter reinwerfe, sondern ja, dass das nachher lieber in Schein gespart wird, denn das Ganze spare ich dann nachher hier hinten in den kleinen Umschlägen und nicht, dass die dann so schnell mit so viel Kleingeld schon so voll sind, habe ich mir das gedacht. Ganz zum Schluss müssen wir jetzt noch aufschreiben, was wir in Woche 3 jetzt an Spar-Challenges hatten. Und das waren in dem Fall nur 10 Euro, da die Rubbel-Challenge und auch die Jahres-Challenge hier am Ende des Monats erst gespart werden. Und heute habe ich dann tatsächlich nur 10 Euro in den blauen Jahresspar-Challenge-Spar reingepackt. Genau, das war es jetzt mit meinem Video. Das waren meine Ausgaben und meine Einnahmen sowie meine Spar-Challenges für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst diesem Video gerne ein Däumchen nach oben da. Ich bin über jeden Daumen nach oben so, so, so dankbar. Vielen lieben Dank, dass ihr immer so fleißig kommentiert und auch Daumen nach oben gebt. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Und bis dahin. Ciao.